Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen hier heute bei LS22 D-Dream, dem Nostalgie-Projekt im Farming Simulator-Universum. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich bin wieder unterwegs mit der lieben Laura. Moin. Moin. So, wir haben jetzt im Endeffekt erstmal das Silo-Schieben gelassen. Ein bisschen was habe ich noch geschafft, aber wir müssen natürlich erstmal ganz dringend... Flüssigdünger... Herbizid hier. Wir müssen nämlich ganz dringend erstmal... Aufs Klo. Spritzen. Ja, aufs Klo. Ist klar. So. Gucken wir mal, das Ding hier angehängt kriegen. Hat denn das hier so sinnlos reingefahren? Nicht gewesen sein, ich war nicht da. Ja, habe ich jetzt nicht gebraucht, die ganze Zeit. Schade. So, gut. Dann gucken wir mal hoch, ob wir da noch was im Dings haben. So. Schlauch hier rein. Und Schlauch wieder weg. Und hier ein Schlauch wieder weg. Alright. So. Alright. Geht's jetzt mal los. Alright. Ulrike. Euride? So, nee, die kenne ich nicht. Der Euride. So, eines ist natürlich zu scheiße. Wir sehen jetzt überhaupt nicht, wo wir schon gesprüht haben und wo nicht. Das ist ein bisschen mistig, aber naja, gut. El Mistiados ist das, aber was wollen wir machen? Das ist ein kleiner Mistorino. Was? Das ist ein Mistorino, ist das ja ein bisschen, aber... So. Ich würde sagen, wir fahren immer rundherum. I'm a rundherum. Das ist nicht eine wunderschöne Farbe, mein Lieben. Das ist doch traumhaft, ist das doch der Leinen hier. Der Flachs. Aber wenn du dann, wenn du sagst, es ist blau, ne? Ja. Das ist nicht ein bisschen unecht. Ich kann jetzt noch nicht gucken kommen, aber... Leinen ist blau. Strahlend blau. Regelrecht chemieblau. Aber sieht das dann nicht unecht aus? Oh, was machen die denn? Das sieht unecht aus, ja. Ist es ja auch nicht. Schon. Ist ja so, wie es ist.
Kornblumenblau ist es. Sieht aus wie Kornblumenfeld. Kornblumen. Geil. Ah, das bauen wir wieder an. Schon alleine fürs Auge. Ich weiß gar nicht, haben wir hier Mohn? Können wir Mohn anbauen? Nee, ne? Keine Ahnung. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Oh, jetzt reißt es langsam mal. Was denn? Oh, zipriert alles hier. Echt? Ja, in einer Tour geht es. Ich glaube, die rennen unten am Gewässer oder so. Sehr gut. So, ich mach sie aufgestampft. Was? Mal kurz ein bisschen aufgestampft. Ich muss sehen. Ah, fangen wir mit zum Rotz an. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt Frühdienst habe und ich muss jetzt schlafen? So. Oh, es wird immer schlimmer. Was machen Sie denn? Wenn man sich gegenseitig stellt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Unkraut, mein lieben Unkraut. Ich bin genau in der Spur. Ich nenne mich einfach Gurke. LS22. Ich kann mich hier auch so rum, weil sie nicht ins Bett wollen. Ja. Ist das geil. Oh, das sieht richtig aus wie Sommer. Ich da fast einen Satz sehen. So, na fein. Ist natürlich jetzt blöde, dass wir hier spritzen müssen und das Striegeln ein bisschen vernachlässigt haben. Das heißt, wir kriegen ein bisschen weniger Ertrag. Aber haben wir eigentlich nicht nach jedem Anziehungszeit gestriegelt? Nee, hier glaube ich nicht. Ja, das ist dann schade, ne? Ja. Cool. Hm, hier wird sogar gestriegelt. Du könntest eigentlich sogar recht haben. Weiß es aber nicht. Aber wenn ich noch gedüngt habe oder was, ich weiß es nicht mehr. Und immer noch so schlimm? Mhm. Zeigt sich wahrscheinlich das wahre Gesicht des der Wohnung.
So, wie sieht's denn aus? Hier haben wir ein bisschen was vergessen. Hier haben wir ein bisschen was vergessen. Okay. Vielleicht merken Sie das auch hier bloß in dem großen Raum, in dem kleinen merkt man es dann nicht so. Weißt du, die Wände sind ein bisschen was verknüpft. Kann auch sein, ja. Naja, da können wir alle auch. Das ist ja hier sehr offen. Da kann man nachts einmal um die Wette rennen. Wenn die schlafen wollen. Ja, oder ein bisschen laute Musik mal hören oder so. Ja, ja. Ja, meine Lieben, ihr merkt, heute ist viel, viel Landwirtschaft, wirklich. Aber bei LS eigentlich, bei DDR eigentlich immer. Mhm. So viel Landwirtschaft. Und ich bin gerade wirklich hin und weg von dieser, von diesem Feld hier. Absolut hin und weg, meine Lieben. Das ist ja der Oberknaller, das Feld. Hin und weg. Ich finde es schweinegeil, das Feld. Finde ich extrem gut. Das müssen wir mal reinziehen. Diese stechend blaue Farbe, das ist übelst krass. Sind doch die Schwimmbäder sind doch mit so einer Farbe gestrichen, ne? Mhm. Und so ein kleines bisschen dunkler. Dann hast du es. Das ganze Feld. Wow. Vor allem, wenn jetzt die Sonne noch reinscheint, ist das übelst krass. So, wie sieht's denn aus? Wir haben auch viel vergessen. Scheiße, wenn du nichts siehst. Es ist wirklich scheiße, wenn du nichts siehst. Kann das? Ging mir am Montag auch so. Bei was denn? Beim Striegeln. Das ist kacke.
So, ich muss mal hier auf der aufs PDA gucken, wo ich überall schon war und wo nicht. Mhm. Ja, da brauchen wir aber halt Herbizide wieder. Mhm. Worüber könnten wir uns denn mal unterhalten? Weiß nicht. Haben wir uns denn schon mal über Filme unterhalten? Glaubern. Kann sein. Wo Kinder haben sie Kinder? Nein, okay, Gespräch beendet. Was? Thema ist heute Kinder. Haben sie Kinder? Nein, okay, Gespräch beendet. Ja. Ach, ja. Was? Oh, ich hab zu tun, mich wach zu halten heute. Wie weit bist du denn mit dem weit. Flügen? Ha? Weit. Du bist wirklich sehr weit, ja. Krass. Was willst du dann als nächstes machen? Vorgewendung. So, ich muss erstmal das ist schon. Spät, oder? Hä? Danke fürs Gespräch, oder? Nee, warum? Ja, was ist mal Kriegsmann? Ja, musst du ja, ja. Ja, und dann müssen ja, wir halt... Ja, du meinst ja, wenn... Dann müssen wir probieren, ne? Das ist nicht mitgenommen. Hä? Ah, ich hab gerade hier in mich reingemurmelt. Bald ist Ostern. Freust du dich auf Ostern? Ja. Ja. Wie bitte? Ja, ist Urlaub dann, ne? Geil. Ich weiß gar nicht. Aber noch das... ein paar Tage. Hä? Ostern ist diesmal, glaube ich, eine komplette Woche oder so. Oder ein bisschen mehr, ne? Ja, diesmal ist viel, ja. Na, wann ist die Ostern? Wie Wochen sind es denn da also überhaupt noch? Ich glaube 5, 6 Wochen noch. Am 30. in 3 Stunden das Wochenende. Fünf Wochen. 5, 6 Wochen. Ach, jetzt hat er Flüssigdinger eingeladen. Ich kotz im Strahl. Echt. Ja, jetzt kann ich das ja nicht ausladen, Leute. Nee. Wirklich. Ab wann kann man denn die Ostersachen rausstellen, aufstellen? Ich hab keine Ahnung. Ich kotze hier gerade ab. Warum kann ich denn die Aktion nicht hier durchführen? Oh, nee. Das kann ich jetzt schon langsam machen, gerne. Jetzt kriege ich den scheiß Flüssigdünger nicht aus der Spritze raus. Was mache ich dir jetzt? Oh, nee. Was steht denn da, wenn du es versuchst? Eine Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Leute, wir gucken mal. Mach erstmal Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne das Däumchen da. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss. Und ciao. Tschüss.